Und was geht, Leute von heute? Willkommen hier zu einer neuen Runde Bioshock Infinite. So, wir machen jetzt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben ja hier den Geist besiegt. Und, ja, jetzt müssen wir natürlich weitersuchen, ne? Wir suchen ja auch immer noch die Risse. So. Wollen wir hier mal nochmal ein paar Leichen durchsuchen, weil wir können ja Salze immer gut gebrauchen. So, letztes Mal war ja der Spielsound auch ein bisschen zu laut. Ich habe es jetzt mal ein bisschen eingestellt und ich hoffe, es ist okay so. Das könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare reinhauen. So, noch ein paar Waffen, irgendwas hier, was wir gebrauchen können. Wir müssen uns auch umgucken. Wie gesagt, Waffen sind hier ja Mangelware. Ja, also gucken wir uns auch mal ein bisschen um hier. Ah, ja, ich bin heute irgendwie voll gut drauf. Weiß nicht, ich freue mich wieder aufzunehmen. Oh, yeah. So, wo müssen wir längs? So, wir müssen hier hoch. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja, wir sollten Prophet werden. Wenn wir so viel Steuern kriegen, ja dann auf jeden Fall. So, F drücken und Bereich verlassen. So, ich bin gespannt, was hier weiter passiert. Das Spiel wird immer spannender. Und ich habe keine Ahnung, wie das hier ausgeht. Aber ich freue mich da drauf. Und wie gesagt, das Spiel macht mega Fun. Wer es noch nicht gespielt hat, kauft euch. Absolute Kaufempfehlung kriegt's von mir. Saugeil. So, wo müssen wir jetzt längst her? Da geht's. Hier war doch gerade jemand. So, Geld her damit. Finde den letzten Riss. Okay, wir müssen den letzten Riss jetzt finden. Okay, da müssen wir längst. Ja, mal schauen. Also, wie gesagt, wer es schon kennt, bitte verratet mir nicht immer oder verratet mir nicht allzu viel. Ich will mich überraschen lassen. Ja, und wo und jetzt? Okay, und wo müssen wir jetzt hin hier? Darauf. Okay, hier müssen wir rein. Alles klar, sauber. So, dann gehen wir hier längs. Okay, hier ist auch eine Karte anscheinend, ja. Wo wir sehen können, wo wir sind. Das ist auch natürlich gut. Kann ich mich da ein bisschen dran orientieren? So, ja, und ich möchte ein kleines Projekt starten für mein nächstes Video. Das wollte ich euch mal ankündigen. Und zwar möchte ich, dass ihr mir Fragen stellt unten in den Kommentaren mit dem Hashtag FragNordi. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, bitte stellt mir die in den Kommentaren. Die kommen dann in meinem nächsten Video mit rein. Ja, also wie gesagt, fragt mich mit dem Hashtag FragNordi und stellt eure Frage, die ihr an mich habt oder mal stellen möchtet. Ich werde euch auf jeden Fall viel beantworten. Zwar nicht alles, vielleicht das, was eine oder andere, aber ich werde euch so viele Fragen wie möglich beantworten. Natürlich, klar, die ihr mir stellt. Naja, logisch. Würde mich drüber freuen, wenn ihr da mitmacht. Ja, wie gesagt, Hashtag FragNordi. So, jetzt aber hier nochmal ein bisschen Munition kaufen. Können wir echt gut gebrauchen, auch für einen Revolver. So ist voll, die nicht. So. Gut, das haben wir. Und wir müssen hier hoch. Jawohl, 18 Schuss haben wir wieder in unserem Colt. Der Colt ist ja echt geil. Bei einem Schuss, dann sind die Leute down. Finde ich echt geil, deswegen benutze ich den auch super gerne. Oha. Okay, da oben sind Sniper. Denke ich nicht, so. Verrecke. Okay, die sind weiter da oben. Da komme ich natürlich so nicht ran. Das ist scheiße, da muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich da rankomme. So, ein Schuss, Headshot, down. So, nächster bitte. Ah, das glaube ich dir noch nicht ganz so. Da hat sich zerledert, mein Freund, zerledert. Oh, ah, wo ist hier noch einer? Oh, ja, gib schnell. Ja, danke. Scharfschütze, Booker.
Oder den habe ich übersehen. Verdammt, den habe ich echt übersehen. Kacke. So, komm ran hier auf den Meter. Da hat sie ihn erledigt. So, fertig. Weiter geht's. So, wo ist der letzte Riss? Wir suchen ja noch den letzten Riss hier. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das jetzt machen können. Oder finden, wo wir den finden, müssen wir schauen. So war das eher gemeint. So, hier oben längs. Alles klar. Ja, ich bin ja auch am Rätseln, ob der Geist überhaupt ein guter Geist ist oder so. Ob der böse ist. Elisabeth, hilfst du mal? Mach mal bitte auf. Mal schauen. So. Danke sehr. Mann, du bist echt gut im Knacken hier. Backen knacken. Was? Wer Backen knacken? Was? Hier, für die Kasse. Ja, immer her damit. Immer ran damit. Wir brauchen alles Geld, was wir kriegen können. Oh, hier ist der letzte Riss. Dann öffnen wir den nochmal. Aber sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche sehr vollkommen leblos wirkt. Kehre zum Tor von Comstocks Haus zurück. Alles klar, machen wir. So, müssen wir gucken, wo das ist. Wir können uns ja ein bisschen an den Karten orientieren. Von dir hab ich keine Ahnung. Ich hab's doch gewusst. Der Granatwerfer. Ich habe nichts. Komm hoch. So, da ist jetzt wohl nicht gerechnet, dass ich hochspringen kann, wa? Danke dir. So, da hat sie ihn wohl ein bisschen zerlegt. Was, der lebt denn noch? Ach du Scheiße. Jetzt reicht's. Boah, was willst du denn? Hau ab. So, den haben wir erledigt. Sehr schön. Weiter geht's. Mann, das ging noch recht fix. So, jetzt könnte ich aber echt gut Medizin gebrauchen oder so. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elisabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Okay. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Das soll mal versprechen, das halten wir auf jeden Fall, werden wir uns daran halten, das ist ja wohl klar, ne? So, aber wir brauchen Medizin, denn wir sind fast tot, ey. Viel Energie haben wir nicht mehr, Salze sind schon wieder voll, das ist schon mal gut. Oh, es lädt. So, wo ist hier eine Karte? Ich brauche eine Karte. Ach ne, wir sind schon da. Brauch Medikits, Medikits, Medikits. Oh, Präzisionsschutzgewehr, das nehmen wir. Guck mal her. Okay. So, schöne Sache. Oh nö, och nö, och nö, 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 nö. Bitte, komm schon. Da, der da. Geht klar. Sorry. Komm schon, lad nach. Munition, hier. Oh, oh, oh. Achtung. Danke dir. Immer her damit, immer her damit. Ich schwöre, ohne den Revolver überleben wir das hier nicht. Öffnen. Hier.
Nachschub zu liefern. Na komm her. Na du bewegst dich doch nicht, was soll das denn? Komm her. Okay, ich brauche Granaten. Ja. Oh, Deckung. Gib sie mir. Und ich muss ganz, ganz schnell decken. Oh, verdammt. Da hat es uns zerledert. Scheiße. Nicht aufgeben. Ja, mach ich auch nicht. Los, mach. Aber klar. Genau, los, schieß auf sie. Mach sie alle. So, wo ist dieser Scheißgeist? Geh mal her damit. Also. Danke dir. Wie kann man eigentlich mit einem Projektilgewehr auf einen Geist schießen? Das kapiere noch nicht ganz, aber okay. Lad doch mal nach. Wow! Verrecke, du Mistvieh. Sorry, mehr hab ich nicht. Na komm schon. Komm schon, Geist. Tu mir den Gefallen und geh drauf. Schon, da fehlt doch nicht mehr viel, mein Gott. Ja. Ja, Headshot. Ja, sauber. So, was mal, bin mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt haben wir den Geist ja besiegt. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Das ist alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Bastard, gib Bastard! Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Oha. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Oha, was denn jetzt? Oh, die hat uns das Tor aufgemacht. Das ist aber nett. Danke. So, gehen wir da mal rein. Ja, ich habe nicht mehr viel Munition, ja. So, wir betreten Comstocks Haus. Okay, geil. Ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Mann, das wird ja auch immer spannender hier. Verdammt nochmal. Also echt Spannung pur hier. Saugeil. Okay, aber ich denke mal, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen bis hierhin. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Argumentiert, kommentiert, kritisiert. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordi. Ciao. Peace.